bringt den Segen an eure Tür. Er soll euch begleiten das ganze Jahr. Kaspar, Melchior, Balthasar. Der erste Stadtrat aus Hofheim, Wolfgang Exner, empfing die Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul im Rathaus. Jeder der Kinder hatte seine ganz eigene Rolle. Ja, ich bin der Sternträger und dann gibt's noch den Kasper, den Melchior und den Balthasar. Ja, ich muss den Stern hochhalten, weil der ja oben ist im Himmel. Das ganze Wochenende waren die Sternsinger in Hofheim unterwegs und besuchten rund 100 Haushalte. Der Sinn, der hinter den Sternsingern steckt, ist auch den Kleinen bewusst. Man tut für die Kinder in den anderen Ländern was, für die, die obdachlos sind und sich kein Geld haben, für die sammeln wir dieses Jahr für die Philippinen. In diesem Jahr sind die Sternsinger bundesweit unter dem Motto Segen bringen, Segen sein unterwegs. Und dass Kaspar, Melchior und Balthasar von Haus zu Haus ziehen, ist keine Selbstverständlichkeit. Ja und nein. Also klar, die Kinder haben Ferien und die sind es gewohnt, so ein bisschen zu gammeln. Das ist schon nicht so einfach, sie dazu überzeugen. Aber wir haben einen schönen Film gesehen, wo die Kinder aus den Philippinen sich vorgestellt haben und erzählt haben, für was sie denn das Geld brauchen. Und das hat die Kinder, glaube ich, schon überzeugt. So ließ sich auch der Stadtrat nicht lumpen und hat einen Umschlag in die Sammeldose gelegt. Für die Kinder ist es wichtig, anderen zu helfen. Ja, weil uns hier in Deutschland, uns geht es ja gut und den anderen nicht. Und wir wollen ja, dass es jedem gut geht. Alleine die Hofheimer Sternsinger werden am Ende rund 2.400 Euro gesammelt haben. Dazu kommt noch eine Spende der Pestalozzi-Schule in Höhe von 1.700 Euro. Zu guter Letzt wurde noch der Segen ins Hofheimer Rathaus geschrieben, wo die Sternsinger immer gerne gesehen sind. Die Sternsinger bringen Licht und ich denke auch das Rathaus braucht das Licht für das neue Jahr, das Licht, den Segen, letztendlich auch in der christlichen Tradition. Und für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir die Sternsinger hier begrüßen und ja, ihnen die Möglichkeit geben, auch ihre gute Tat, die ja immer damit auch verbunden ist, dann auch in die Realität umzusetzen. Auch im Büro des ersten Stadtrates wurde der Segen geschrieben. Und das nicht ohne Hintergedanken, denn unzählige Mal wird er am Schriftzug vorbeilaufen und sich an den Segen erinnern. Das ist schon so, ja. Und das hilft einem auch. Gerade in schwierigen Situationen ist das mal etwas, wo man so ein bisschen auch die innere Mitte wiederfinden kann. Zu guter Letzt gab es noch eine Stärkung, bevor es dann weiterging, um das nächste Haus mit dem Schriftzug der Sternsinger zu segnen.